Mit einer beeindruckenden Motorrad-Eskorte der Hamburger Polizei fuhr das schwedische Königspaar vom Dammtor Bahnhof zum Rathaus. Schätzungsweise 500 Schaulustige warteten im kalten Herbstwind auf König Karl Gustav und seine 72-jährige Gattin Silvia. Zur allgemeinen Täuschung ruft Silvia den Wartenden lediglich einen Gruß zu und wendet sich dann der kleinen Abordnung hiesiger Erntekönigin aus den Vier- und Marschlanden zu. Der König scheint etwas ungehalten, möglicherweise ist das ungemütliche Wetter daran schuld, vielleicht aber auch der Umstand, dass niemand seinen Namen ruft. Nach knapp 5 Minuten ist das Königspaar im Rathaus verschwunden. Die Zuschauer bleiben größtenteils enttäuscht zurück. Wir haben sie kaum sehen können, das war sehr schade. Ich bin etwas enttäuscht. Wir kommen extra aus dem Saarland. Gut. Vor allem die Autos sind cool. Es hätte ein ganz klein wenig länger noch, hätte sie zum Publikum hier schauen sollen. Aber es ist trotzdem schön, sie zu sehen, so unmittelbar hier vorm Rathaus. Auf der Senatstreppe empfängt Bürgermeister Olaf Scholz indessen seine royalen Gäste. Dann geht's zu einem kleinen Wirtschaftsseminar in die Handelskammer. Nachdem sich Silvia und Karl Gustav bei einem Senatsfrühstück etwas von den Strapazen der frühen Reise von Berlin nach Hamburg erholen konnten, folgt das Highlight des Besuchs. Die Hansestadt präsentiert ihre fast fertige Sehenswürdigkeit Nummer 1, die Elbphilharmonie. In dem neuen West-In-Hotel wurde dem Königspaar, das durch eine Wirtschaftsabordnung begleitet wird, die Hamburger Hafen-City erläutert. Im Konzertsaal des Hauses wohnte der hohe Besuch einer Probe des Elbphilharmonieorchesters bei, ohne Pressebegleitung. Dafür gab es anschließend auf der Plaza für die Journalisten eine kleine Stellungnahme. Herzlichen Glückwunsch, es ist wunderschön. Und wir haben ja die Möglichkeit gehabt, auch ein Stück von Mozart uns anzuhören. Die Akustik ist fabelhaft, der Raum ist wunderschön. Also ich wünsche Ihnen wirklich eine schöne, wunderschöne musikalisches Erlebnis dann im Januar wird wohl die Einweihung sein. Am frühen Abend reist das Königspaar wieder zurück nach Berlin, wo es morgen noch offizielle Termine wahrnehmen wird. Am Wochenende geht es weiter nach Sachsen und Sachsen-Anhalt. Und dazu jetzt bei mir Adelsexperte Jürgen Wollitz. Schönen guten Abend, Herr Wollitz. Guten Abend. Wir haben gerade gesehen, eine strahlende und beliebte Königin Silvia und ein eher grätziger Karl Gustav an ihrer Seite. Sind solche Besuche jetzt nicht unbedingt die Lieblingsbeschäftigung des Königs oder kann er einfach nicht anders gucken? Ja, grätzig würde ich nicht sagen. Ein Mann, der hüpft selten rum und lächelt auch nicht immer Dauer. Aber er ist eben ein bisschen verhalten, sagen wir das mal so. Naja, und Lieblingsbeschäftigung ist ein Staatsbesuch sicherlich nicht, aber so oft kommt es auch nicht vor. Ich glaube, 2-mal im Jahr gehen die Schweden auf Staatsbesuch. Und gewohnt ist er es ja auch, seine Frau erst recht. Also ich denke mal, das ist einfach ein bisschen Routine. Ist das denn auch der Grund, dass auch Königin Silvia, die sich ja sonst eigentlich gerne Zeit nimmt, so für die Wartenden und für die Fans, auch nicht so richtig Muße hatte, jetzt auf die Wartenden zuzugehen? Beim Staatsbesuch muss immer ein Zeitplan eingehalten werden. Und da ist sofort jemand auch dabei, der sie sozusagen am Arm so ein bisschen lenkt, in die Tür zum Rathaus rein. Und da blieb einfach nicht viel Zeit bei der Begrüßung jedenfalls. Danach beim Rausgehen soll es ja ein bisschen besser zugegangen sein. Aber sie ist natürlich beliebt, alle haben sie gerufen. Was macht das aus? Was macht sie so beliebt? Silvia ist erstmal eine Bürgerliche. Das heißt, damit hat sie nicht diese königlichen Allüren. Und dann ist sie Deutsche. Sie ist ja gewissermaßen unsere Königin. Und dann darf man auch noch sagen, sie wird im Dezember 73. Und dafür hat sie sich doch verdammt gut gehalten. Sie ist einfach nett anzusehen. Ja, sieht man ja wirklich komplett gar nicht an. Ne? Und man muss ja sagen, die Ehe zwischen den beiden war ja so ein bisschen krisengeschüttelt. Es gab da einige Skandale. Das merkt man jetzt nicht, wenn man die beiden so sieht. Ist das Fassade oder hat Silvia ihrem Gatten tatsächlich verziehen? Ich glaube, das mit den Skandalen ist auch ein bisschen in den Medien aufgebauscht worden. Wir sind in Skandinavien, da heißt manches Bar und das ist eigentlich mehr ein Imbiss, wo man was trinken kann. Und da denkt man immer gleich, man ist in einer Bar, im Nachtclub gewesen. Aber sicherlich ist Karl Gustav mit ein paar Freunden mal auf den Swatch gegangen. Und ich denke mal, das Ganze, da ist krass drüber gewachsen. Wie wäre es denn eigentlich mit einer Scheidung im Königshaus? Also von Prinzen kennt man das ja durchaus, aber wäre es bei Königs auch möglich? Wir haben keine gehabt, die letzten, jetzt sage ich mal, schon fast Jahrzehnte. Und möglich ist heute alles, denn die sind ja doch angepasst, was auch unsere Gesetze anbelangt. Aber es ist natürlich immer schöner, so wie jetzt in Dänemark, wenn das Paar sich nur separiert und trotzdem letztlich verheiratet bleibt. Es ist ja ein straffes Programm, was das Paar absolviert. Wir haben gerade schon gehört, heute Abend geht es zurück nach Berlin, dann geht es noch nach Wittenberg und Leipzig. Wie sehr zerrt so eine Reise tatsächlich? Sie sagten ja gerade schon, Königin Silvia,
Silvia sieht immer super aus, auch heute wieder wie aus dem Ei gepellt. Merkt sie das gar nicht? Ein bisschen, sage ich immer, muss man da ja andere Maßstäbe ansetzen, wenn sie Kofferträger haben, wenn sie Leute haben, die ihnen den Weg zeigen, wenn sie einen Chauffeur haben, einen Friseur dabei, wenn sie das Essen aufgetischt kriegen, ohne sich darum bemühen zu müssen. Ganz so strapaziös ist das nicht. Und ich denke mal, das sind die beiden gewohnt. Da steht man einfach gelassen durch. Hat das denn jetzt tatsächlich auch einen politischen Hintergrund, der Besuch, oder geht es wirklich eher so um repräsentative Dinge? Da geht es natürlich ums Repräsentieren. Man will Freundschaft austauschen, das ist auch ganz wichtig. Und in diesem Fall sind in erster Linie auch wirtschaftliche Aspekte dabei. Der König wird ja von einer Wirtschaftsdelegation begleitet. Und da will man natürlich gleich so ein bisschen mal schauen, was man vielleicht an Geschäften auch noch einfädeln kann. Dafür muss er aber doch mal lächeln zwischendurch. Vielen Dank, Herr Wollitz, für Ihren Besuch und für Ihre Einschätzung. Dankeschön.